Hallo und willkommen zurück, liebe Leute. Ja, sorry, dass ich ja in der letzten Folge so ein bisschen träge gewirkt habe und ein bisschen ja, ich musste schnell nach Arbeit eine Folge aufnehmen, damit ihr eine Folge habt an dem Tag, weißt du, und es war ein bisschen stressig, spät und aber diesmal geht es richtig ab. Kehre zum Grenzposten zurück und nimm neue Aufträge entgegen. Das tun wir. Zack, 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 zack. Ran ans Telefon. Ran an das gottverdammte Phone. Es klingelt. Haben wir eigentlich alles abgeben? Haben wir. Bumm. Voll in die Schnauze. Hier ist keiner. Schlaf weiter. Aua. Schon wieder. Es klingelt. Hola. Heute Morgen wurde die Leiche eines Mannes im Gasthaus zum betrunkenen Bären gefunden. Normalerweise wurden solche Fälle von Genosse Sorokin bearbeitet. Eine Leiche? Unsere Männer sind bereits vor Ort. Sergeant Bykov wird dich in die Details einführen. Bykov. Ach du Scheiße! Eine Leiche? Sprich mit dem Sergeant. Wo ist der Sergeant? Uff zu dem Sergeant. Zack, uff der Düre. Ja, ach und so. Ja, sorry, dass ich beim letzten Mal. Mann, Klappe! Sorry, dass ich beim letzten Mal. So viel aufgenommen habe, was wir eigentlich schon gesehen hatten. Aber das ist mir zu spät aufgefallen. Dann habe ich erst überlegt, oh, lade ich das hoch oder lade ich es nicht hoch. Aber ich habe mir gedacht, ey, Hauptsache, da ist eine Folge, was ihr euch anschauen könnt. Deswegen tut es mir ein bisschen leid, dass ich da so träge war. Das war halt wirklich Kacke. Totale Kacke. So, wo ist der Mord? Wo ist der Mord passiert? Verdammt nochmal, war klar, hier irgendwo in der Wälder. Scheiße. In 4 Minuten muss ich da sein. Furchtbar. Verdammtes Sägewerk. Jetzt hoffe ich aber auch langsam, dass Kontrabandpolizei vorbei ist. Das Ganze hier muss ein Ende haben. Es muss einfach enden. Vlads Werkzeug. Zack. Es muss enden! So. Ist dunkel, wa? Ist es so dunkel oder bin ich? So, was denn? Wo? Sprich mit dem Sergeant. Ja. Gast aus dem betrunkenen Bären. Ich park ich mal. Ich mach mal hier eh noch Parker. Lass mal raus hier. Tür zu. Get out of my way! Der FBI ist hier. Hallo? Sind Sie der Sergeant? Sind Sie zuständig hier? Sprich mit dem Sergeant. Bist du das? Gut. Genosse, gut, dass du schon da bist. Die Leiche wurde von einem Reinigungskraft auf der Rückseite des Gebäudes gefunden. Wir haben das Gelände gesichert. Im Haus befinden sich 6 Verdächtige. Sie waren zur Zeit des Mordes hier. Ach, klick mal an. Ich überprüfe alle Spuren und melde dich bei mir. Niemand verlässt das Haus ohne deine Erlaubnis. Naja, also bin ich jetzt hier der Boss, oder was? Verhöre die Verdächtigen, durchsuche die Leiche, finde die Mordwaffe. Also, man muss hier alles machen? Macht ihr auch noch was? Was macht dein Genosse Kackkopf da hinten? Hier nur bedrohlich mit der AK rumrennen, oder was? Ich werde erstmal nach hinten mir die Leiche ankicken, wa? Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Was machen Sie da? Ich hoffe, Sie sind von der Spurensicherung, ansonsten verpissen Sie sich. Was ist denn das? Was ist das denn? Haben Sie ihn umgedreht? Haben Sie ihn angefasst? Junge. Geh weg. Armer Junge. Er liegt schon seit Stunden so da. Das würde ich jetzt auch sagen. Ich denke, wir sollten erst die Leiche durchsuchen und dann die Mordwaffe finden. Gut, dass du eine UV-Taschenlampe dabei hast. Danke, dass du mir den Tipp gibst. Scheiße. Hier ist doch einer an seinem Blut. Da hat doch einer an seinem Blut rumgetanzt. Junge, warst du das? Wachtmeister Sararov. Ich glaube, dich muss ich melden. Nee. Was ist das denn?
Achso, das ist ein Löffel. Ich dachte erst, das wäre eine Spritze. Jetzt lass mir mal ran hier. Was ist das denn? Uhr. Sichtbare Initialien. VM. Oleg Bogdanov. Oh, Uhr eingesteckt. Sorry. Sie haben nichts gesehen. So, was ist denn jetzt hier? So, ja, okay. Simpler jetzt nun wirklich ja nicht. Einen Augenblick. Spaß beiseite. Oh Mann, jetzt tut mir mein Genick weh. So eine Kacke. Was soll denn das mit die Eislöffel hier? Ich meine, hier sind zwei Container, ein Mülleimer. Das wird ja wohl da drinnen landen können. Was sind das für Pflanzen hier? Gut, okay. Spaß beiseite. Wir folgen den Spuren. Waren bestimmt die Rebellen. Könnte wetten. Oh. Hier lang. So. Geht's auf. Ah ja, okay. Ich musste kurz Pause machen. Ich brauchte noch was zu trinken. Ja, so trinke ich am liebsten. Okay. Ich habe tatsächlich gekleckert. Naja, was soll's. Was ist denn das? Ah, ja, dann ein kurzes Päuschen eingelegt, ja? Oh, Küchenmesser. Wahrscheinlich aus der Küche des Gasthauses. Okay. Wie hab ich es jetzt im Inventar? Fingerabdrücke! Junge! Lichtet weg! Verhör die Verdächtigen! Wo ist ein Kackoff? Der mit seiner Waffe. Mann, ey. Da hinten. Genosse Kackoff, gib mir mal deine. Was hast? Wachtmeister Salamanca. Okay, mach nichts. Ich kann ja auch hier rein, ne? Nein, kann ich nicht. Entschuldige. So, mit dir fange ich an. Die Jungs haben mich mit Gewalt hierher geschleppt. Ich sollte zu Hause bei meinem kranken Vater bleiben, den in letzter Zeit immer schlechter ging. Diese Reinigungskraft kommt mir sehr verdächtig vor. Sie hat uns schon den ganzen Abend seltsam angeschaut und versucht, uns zu belauschen. Welche Reinigungskraft? Der da? Ist doch keine Reinigungskraft. So, Alter, wie sieht's denn aus? Vasil Murin. Als Oleg uns rauswarf, wollte ich ihn am liebsten umbringen. Denn diese verdammte Uhr ist seit Generationen in meiner Familie. Ich habe vielleicht ein paar Worte zu viel gesagt, aber ich würde diesem Bastard nie etwas antun. Du solltest mit Timur sprechen. Er benimmt sich seit gestern seltsam. Ihr beschuldigt irgendwie jeder jeden, habe ich das Gefühl. Wir machen lieber mal die Tür zu. Wer bist du denn? Igor Zahajew. Gestern haben wir es mit dem Alkohol ein bisschen übertrieben. Aber es gab viel zu feiern. Oleg war so glücklich über die Beförderung, dass er mir sogar einen Teil der Schulden erlassen wollte. Ich habe keine Ahnung, wer Oleg den Tod wünscht. Vielleicht du, Junge? Vielleicht du? So. Trinken Sie immer noch, Genosse? Ach, Sie sind der Barkeeper. Gestern Abend kamen ein paar Jungs von der Fleischfabrik auf ein paar tiefe Schlucke vorbei. Nichts Besonderes, bis die Reinigungskraft hereinkam, um mir zu erzählen, was sie im Hinterzimmer gefunden hatte. Sie war weiß wie eine Wand. Oh Gott, sie hat wohl die Leiche gefunden. Wer ist denn die Reinigungskraft? Bist du die Reinigungskraft? Nikita Petrovsky. Wir sind hier, um Olegs Beförderung zu feiern. Wir haben 10 Jahre lang zusammengearbeitet. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ich bin sicher, dass die Bastarde Sajew ihn getötet hat. Er war Oleg viel schuldig. Ich glaube, du hast ihn umgebracht, weil du sauer bist, dass er befördert wurde.
Ihr habt so lange mit zusammengearbeitet und du wolltest befördert werden, Mr. Irokis. Wo ist denn hier die... Fehlt da jemand? Wo ist denn die Katze? Aua! Sehr verdächtig. Guck mal. Du bist die Putze? Reinigungskraft. Deswegen guckst du ja auch aus dem Fenster immer noch auf die Leiche, ne? Dir hat gefallen, was du getan hast. Was ist? Willst du mich jetzt auch umbringen, oder was? Pass auf, wir reden erstmal ein Wörtchen. Es war seltsam. Als ich den Müll rausbringen wollte, stellte ich fest, dass die Tür zum Lager verschlossen war und die Schlüssel verschwunden waren. Passiert. Ich ging außen herum und fand dann die Leiche. Zuvor hatte gesehen, wie dieser Tote hier mit einem Kerl mit Baskenmütze stritt, während der Karten spielte. Baskenmütze. Sorry, das ist diese... Das ist diese Franzosenmütze, denke ich, wa? Aber mit wem hat er Karten gespielt? Wer zur Hölle? Hat er mit dir Karten gespielt? Sprich mit dem Sergeant. Wir gehen wieder zum Sergeant und sprechen mit ihm. Mach die Tür auf, ich mach sie hinter mir wieder zu. Wie lauten deine Entscheidung? Lass Saif und Morin raus, sie sind unschuldig. Lass Petrowski und dem Barmann gehen, sie sind unschuldig. Lass Kochen und die P-Reinigungskraft raus, sie sind unschuldig. Ich bin immer noch dafür, dass er Arbeitskollege war. Wow. Das war laut. Was hat er hier gesagt? Die Jungs haben mich mit Gewalt hierher geschleppt. Ich sollte zu Hause bei meinem kranken Vater bleiben, dem in letzter Zeit immer schlechter ging. Diese Reinigungskraft kommt mir sehr verdächtig vor. Sie hat uns schon den ganzen Abend seltsam angeschaut und versucht, uns zu belauschen. Okay, der verdächtigt die Reinigungskraft. Was hat der denn? Gestern haben wir Alkohol ein bisschen übertrieben, aber es gab viel zu feiern. Oleg war so glücklich über die Beförderung, dass er mir sogar einen Teil der Schulden erlassen wollte. Ich habe keine Ahnung, wer Oleg den Tod wünscht. Du hattest Schulden. Gestern Abend kamen ein paar Jungs von der Fleischfabrik auf ein paar tiefe Schlucke vorbei. Nichts Besonderes, bis die Reinigungskraft hereinkam, um mir zu erzählen, was sie im Hinterzimmer gefunden hatte. Die war weiß wie eine Wand. Er war wirklich bleich, kreidebleich. Das bedeutet, er hat wirklich was Grausames gesehen. Furchtbar! Als Oleg raus warf, wollte ich ihn am liebsten umbringen. Denn diese verdammte Uhr ist seine Generation in meiner Familie. Ich habe vielleicht ein paar Worte zu viel gesagt, aber ich würde diesem Bastard nie etwas antun. Du solltest mir Timur sprechen. Er benimmt sich seit gestern seltsam. Wer ist denn Timur, verdammtes Arschloch? Bist du Timur? Ja. Wir sind hier um eure Beförderung, Zusammenarbeit. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ja, ja. Ich bin sicher, dass dieser Bastard Saif ihn getötet hat. Er war Oleg viel schuldig. Saif? Wer ist denn Saif? Bist du... Nee, er hier hinten ist Saif. Okay, krass. Also gut, er hatte Schulden. Der andere hat diese beschissene Uhr, die er unbedingt haben wollte. Und viele verdächtigen die verdammte Reinigungskraft. Wo ist denn die Reinigungskraft? Junge. So. Es war seltsam, als ich den Müll rausbringen wollte, stellte ich fest, dass die Tür zum Lager verschlossen war und die Schlüssel verschwunden waren. Ich ging hier außen herum und fand dann die Leiche zuvor, hatte gesehen, wie dieser Tote hier mit einem Kerl mit Baskenmütze stritt, während der Karten spielte. Die Baskenmütze hat doch dieser Morin da auf. Kann ich euch mal durchleuchten? Ich will dich durchsuchen, Junge. Was ist mit deiner Fresse? Ist ein Blutspritzer an deiner Fresse? Was ist mit dir? Nö. Da, er hat die Baskenmütze auf. Was ist denn mit dem Stuhl hier? Mach mal weg, das Ding. Vasil Morin. Er wollte ihn umbringen wegen der Uhr. Der andere, also die haben auch gestritten. Das Problem ist, er hier hat ja auch Schulden gehabt.
Wie war denn das? Kann man die beiden verdächtigen? Ich würde gern die beiden verdächtigen. Geh mir aus dem Weg. Lass Sayen und Morin raus. Lass Petrucci und den Barmann gehen, sie sind unschuldig. Lass Koch, Henna und die P-Reinigungskraft raus. Also die sind weg, glaube ich. Also ich, die denke ich mal, obwohl es erst dachte ich, wäre es der, weil... Genosse, wir konnten feststellen, dass der Tod gegen 7 Uhr morgens eingetreten ist. Laut der Reinigungskraft haben unsere Gäste das Gebäude kurz zuvor verlassen. Sie könnten nicht weit gegangen sein, suche im Garten nach Hinweisen. Okay. Das ist ja krank. Wo ist denn der Garten? Du suchst die Räumlichkeiten des Gasthauses. Hä? Ich dachte, ich soll im Garten kicken. Mysteriöser Mord. Mann, dann gucke ich jetzt nach den Räumlichkeiten. Meine Güte. Gut. Aua. Die Tür kommt zu. So, dann waren wir hier. Ich werde mit der UV-Lampe, werde ich euch ins Gehirn strahlen. Warum läufst du jetzt hier auf einmal rum? Ach ja, den Barmann habe ich gehen lassen. Kacke. Reinigungskraft sitzt jetzt da. Ich werde jetzt hier erstmal alle durchforsten. Messer. Ja, aber hier drin ist ja auch so viel Müll. Durchsucht die Räumlichkeiten des Gasthauses. Sag mal. Gasthaus? Ich meine doch das hier, ne? Oder ist hier noch was in der Nähe? Der hat doch irgendwas vom Garten gesagt. Die alte Arschnase. Sag ich mal nochmal. Wiederhol da mal. Warte. Genosse, gut, dass du schon da bist. Die Leiche wurde in der Reinigungskraft auf der Rückseite des Gebäudes gefunden. Wir haben das Gelände gesichert und verdächtige, sie warten. Was soll denn der Dreck jetzt? Wir überprüfen alle Spuren und melden. Ja. Das ist ja jetzt totale Kacke, was du da redest, weil hast du nicht gerade eben was vom... Was ist denn hier los? Ha! Verhöre die Verdächtigen. Ich hab da noch gar nichts gefunden. Verstehe ich nicht. Hier, also Radio. Hä? Wieso muss ich jetzt die Verdächtigen verhören? Also hier wurde gesoffen. Gesoffen, gegessen. Ja, genau. Gut, dann verhöre ich jetzt die Verdächtigen wieder. I don't know. Mach die Tür hinter mir zu. So. Wir saßen im Pavillon und hatten keinen Wodka mehr. Timur ging in die Bar, um eine Flasche zu holen. Und Oleg musste auf die Toilette hinter dem Gebäude gehen, weil die Bar geschlossen war. Mhm. Jegor schlief ein und ich blieb mit Nikita allein. Jegor schlief ein. Er hier ist eingepennt, ja? Gegen Morgen schlug Timur vor, dass wir rausgehen. Ich habe es kaum bis zum Pavillon geschafft. Ich glaube, ich hatte einen Filmriss. Als ich aufwachte, saß Oleg nicht mehr am Tisch, aber wir hatten wieder etwas zu trinken. Also er hatte einen Filmriss. Also hat er vielleicht wirklich geschlafen? Oder die beiden stecken unter einer Decke, dadurch, dass er gestritten hat beim Kartenspiel mit ihm und er halt immense Schulden hat. So, Timo, was sagst du denn? Als ich die Flasche holen wollte, sah ich die Reinigungskraft hinter das Gebäude gehen. Sie sah aus, als würde sie versuchen, etwas unter ihrer Kleidung zu verstecken. Also er verdächtigt immer noch die Reinigungskraft. Als die Gäste gegen 6 Uhr nach draußen gingen, hinterließen sie ein schreckliches Durcheinander. Ich ging raus, um eine Zigarette zu rauchen und sah, wie einer der Gäste zur Rückseite des Gebäudes ging. Ich glaube, sie nannten ihn Timur. Also, alter Fuck. Also, Timur verdächtigt die Reinigungskraft.
Und die Reinigungskraft verdächtigt Timur. Und Vasil und dieser Kackbracken hier, Igor, die decken sich. Er erzählt, dass er gepennt hat, der andere erzählt, dass er einen Filmriss hatte. Ja, wen soll ich denn jetzt? Verstehe ich nicht, also. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Die beiden verdächtigen sich doch. Ich kann die doch nicht gehen lassen, das funktioniert doch gar nicht. Aber die haben hier irgendwie, weißt du, es funktioniert ja nicht. Die haben mal richtig Kacke am Stecken. Also gestritten, die Uhr, Familiendings, der andere hat Schulden wie solche. Also ich habe keinen Zusammenhang, warum die ihn umbringen sollten. Warum sollte die Reinigungskraft ihn umbringen und warum sollte er ihn umbringen? Die anderen beiden haben Dreck am Stecken, die haben Schulden und ich schicke jetzt die beiden nach Hause. Ganz ehrlich, also. Wir haben es endlich geschafft, das Lager zu öffnen. Du kannst dich jetzt dort umsehen. Okay. Wo ist denn das Lager? Hinten Küche, wa? Jetzt. Die beiden haben mir bestimmt umgebracht. Oh, scheiß, verdammt nochmal. Der Mörder hat dich eingeholt. Du hast eine schlechte Entscheidung getroffen? Alter, das Ding ist umstellt von Bullen. Hä? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Na, dann kann ich ja nur noch die nach Hause schicken. Was soll denn der Dreck? Ja. Das langt's hier, ey. Wer hat mir da eine eben? Ding ist hier umstellt vom Bullen und der knallt mir eine. Der ist doch komisch, die haben Schuld. Verdächtiger Brief. Kommandeur, in Übereinstimmung mit deinem Auftrag habe ich Oleg Bogdanov überprüft und bestätigt und bestätige seine Verbindung zur KGB? KGB? KGB! Der Informant wird heute noch getötet. Lang lebe das freie Akaristan, Timur. Mann, Timur, wirklich? Ja, die anderen hatten ja, weißt du, noch Mut. Na, ist egal. Nun, ich weiß, aber ich habe kein Mitleid mit ihm. Er ist nur ein gewöhnlicher Spitzel. Wegen solch dreckigen Abschauen sitzt meine Frau und viele Unschuldige im Gefängnis. Und wegen mir. Diese kranke Regierung hetzt die Menschen gegeneinander auf und bietet ein paar Groschen für den Kopf eines anderen. Für diejenigen, die nachgeben, hat die blutige Faust nur ein... Ja, tut mir leid, nein. Du wirst verhaftet, Junge. Die Revolution hat bereits begonnen. Du kannst uns nicht aufhalten. Ich brauche noch einen Schluck. In einem Akt der Verzweiflung zieht Timur ein in seinem Schuh verstecktes Messer heraus und schwingt es in deine Richtung. Dank der schnellen Reaktion von Sergeant Boykov überstehst du die Situation unbeschadet. Der Mörder wird mit einer Schusswunde ins Krankenhaus gebracht, wo er auf seinen Prozess wartet. Aha! Zack! Sehr schön. Du hast dich auf die Seite der Regierung gestellt. Aha! 800 Doleros! Oh, geil. Ja, dann machen wir unseren Job weiter. Hallo, kommen Sie ran hier, kommen Sie ran. Schön, was haben wir denn hier noch? Al-Barak, 49. 48 CA. Hallo? Habe ich Sie nicht gerade verhaftet? Dokumente bitte. Al-Barak. Da geht der schon los. Verkackt. Bandarahib? Oh, ja doch, haut hin. Bandarahib. Bandavahib YY7V 4Y87. Tourismus, ja. Haben wir hier und 27, verdammte Kacke. Sorry about that. So, er hat ein
Nein. So, also am 72. Hat er als Pickup ungeballt? Na, das stimmt schon mal. Maximal Gesamtgewicht 20, 30. Ja, er ist drin da. Er ist drin da. Wir sollen mal gucken, wie eine Stillstangeninsel. Mach auf hier das Brett. Weiß ich ja. Was kickst du denn so? Schau ich alles da. Nee, den lassen wir noch da drin sitzen. Okay. Karosserie ist. Ach, Junge. Hier fehlen zwei Spiegel. Das ist hier schon klar, ne? Scheibe ist auch kaputt. Du, Junge, das nimmt doch kein gutes Ende. Das sehe ich da jetzt schon. So, eine Autoscheibe zerbrochen. Fehlende Spiegel. Zwei. Und wie sieht es da drüben aus? Gut, die sind noch gut. Zack. Hüfte der Höhre. Zack. Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir mal rein hier. Was ist denn das jetzt für ein Sound? Du hältst mal kurz deine Fresse. Ich will das hier genau untersuchen. Das ist doch nicht normal. Wie sieht's denn aus? Heuballen 3 und Kaffeesack? Ja, das stimmt. Gut. Massimov, einräumen. Ja, Atmatura. So. Ist wieder drinne. So, er hat drei Sachen, die kacke am Auto sind. Haltbarkeit des Datums. Kennzeichennummer? Ach so, ich wollte gerade sagen, ist ja was ganz anderes. 5822 MV. Stimmt auch. Aber leider kann er nicht rein. Sir, tut mir leid. Ach, scheiße, das Passfoto war doch auch nicht richtig. Junge. Mistkacke. Auf dem Foto sah er irgendwie anders aus. Der sah anders aus auf dem Bild. Sir, können Sie mal stehen bleiben? Kann ich nochmal Ihren Ausweis haben? Sir, kann ich nochmal in die Haube reingucken? Ja, Sir. Aua! Sir. Pass auf, Foto, wa? Ha! Gib nochmal! Komm, mach, dass du rankommst! Pst. 48 CA, meine Freunde. 48 CA. Scholek. Ja, Scholek, du mich auch. Kannst leer aussteigen. Komm. Steig aus! Mein Gott. Was ist das denn? Hühner da hinten drinne? Krankes Schwein. Das ist sowas von notwendig, jetzt sag ich dir. So. Arthur Grigorievich. EB3T DDVZ. Arthur Grigorievich. Arthur Grigorievich. 7. Oktober 91. 18. Oktober 91. Wie alt bist du? 43. Hier stimmt was nicht. Aber. Ah! Лично оружие само ач темо. Баграет кариша от рала ач. Geh mal weg mit deinem Kackgeld. Du Kackbohne. Hier ist bestimmt noch mehr. Du, pass auf, die Scheiße kommt da alle drauf. Alter, nimm dein Drecksgeld weg. Du gehst hier ins Kittchen. Lass mich nicht verarschen. Bam. Ich bin noch nicht fertig. Mann, mach auf den Müll hier. Ich bin noch nicht fertig mit deiner Karre. So. Mach doch mal auf hier. Zack, zack, weg, weg.
Zack, zack. Was ist denn hier los? Da kriegt man, das Huhn ist unecht. Mein Gott, nee. Da Koka versteckt. Mann, ist doch nicht wahr. Was ist denn hier los? Dann setze ich mich lieber nochmal rein. Oder irgendwo hat an der Decke. Ist da auch noch was drin? Nö. So, so, so. Hm. Das ist ganz schön wenig, ne? Das hat, normalerweise. Mach auf den. Ja. Wie? Mach auf da. Hau raus. Ja, Kokainum. So schön. Müssen wir dichter ran, ey. Dieses Schlangensymbol sieht man ja kaum. Hm? Nein. Hör doch auf. Zum Glück habe ich noch einen Kampf mit. Mann! Klatsch da gegen den Reifen. So. Bam. Kokainum. So, hat der hier noch was? Hier ist aber nichts mehr drin. Er war irgendwo versteckt hier im Winkel. Irgendwo. Doch, hier, Mann. Direkt vor meinen Augen. Directly. Hat er hier noch irgendwas? Nee. Was ist? Komm. Mach auf die Scheiße hier. Warum? Und das hätte man doch ganz normal aufmachen können. Boah, Alter. Ja, komm. Was hat der gedacht? Kommt der an die Grenze? So offensichtlich mit so einer Kacke? Ja, jetzt machen wir dich auf. Nein, komm. Was ist denn jetzt los? Mach das. Oh. Ja. Boah, Kokainum, ey. Hier ist so viel Koka. Okay. Da da nichts. Hm? Atma, du, mach das sauber. Keine Zeit hier. Schmuggel vereitelt. War da noch mehr? Oh, nee, gefunden. 8 von 8. Gut. Gut ist, dass ich jetzt nicht auch noch die Spiegel und so hätte aufschreiben müssen und so, weil das ist ja eigentlich irrelevant. Das ist ein Legendäner. So. Bam, bam, bam. Bubbly, bam. Bam, 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 bubbly, bam, bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Alter, wir haben ja da noch einen Arsch voll. Ja, die müssen wir bei der nächsten Folge machen. Tut mir leid, aber ist hier langsam Zeit, ne? Gut. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, das Spiel hier endet bald. Wirklich, ohne Scheiß. Ich würde jetzt nämlich schon gern mal das nächste Spiel mit euch starten. Und ja, bis dahin. Haut da rein und danke fürs Zuschauen. Ciao.